rede nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann, der Kritisiert Peter Hüberler. Ja. Kritisiert mir den nicht. Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga heute mit Peter Hüberler. Schön, dass du da bist, immer noch. Danke. Schön, dass ich hier sein darf. Super. Zweite Halbzeit. Wir sind in der Spielanalyse des 15. Spieltags, haben gerade über Gladbach und Bayern geredet. Wollen wir das abhaken oder willst du noch was sagen, Tobi? Ich wollte noch sagen, zu Favre vielleicht. Ja. Es ist ja ganz schwierig, nach mehr als 4 bis 5 Jahren neue Akzente zu setzen. Guckst du in die Geschichte des Fußballs, gibt es ja praktisch keine Trainer, die das geschafft haben, länger als 4, 5 Jahre Erfolg Otto zu haben. Reagel, Thomas Schaaf. Otto Reagel, Thomas Schaaf. Arsene Wenger. Ferguson, das sind 4. Geschichte des, oder vielleicht kriegst du noch mit Guy Ruchis noch zusammen. Kai Neuer, mein Jugendtrainer, der uns... Kloppo. Peter Kloppo Hüberler. Weiß er auch naja, dann. Ne? 4, 5 Jahre ist eng. Ja. Ja, deswegen, ich glaube, irgendwann nutze ich das auch ab einfach. Also irgendwann kennen die Spieler jede Ansprache, kennen jedes Training, kennen, wie Peter das vorhin gesagt hat, jedes Anschauungsmaterial haben sie 5-mal gesehen. Und dann ja, soll Peter doch direkt mal was dazu sagen? Wie groß ist die Abnutzung denn? Ja, ist wie in der Liebe, ne? Wenn du 6, 7 Jahre eine Frau hast, guckst du vielleicht auch mal links und rechts mal woanders hin. Also ich nicht. Du nicht, hast mir auch gerade nochmal gesagt. Das große Liebe. Nein, aber es ist klar. Ich meine, die Spieler kennen, obwohl auf der anderen Seite muss man auch sagen, du kriegst natürlich auch immer wieder neue Spieler im Profibereich. Ne? Also du musst natürlich auch mal wieder Akzente setzen mit Neuverpflichtungen. Klar, kann das ein Grund mit sein. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Lucien Favre irgendwann mal ein Spiel gewonnen hätte. Also da muss man, aber es war seine Entscheidung, letztendlich dann zurückzutreten. Das ist für einen anderen natürlich eine tolle Aufgabe und hat er natürlich super genutzt. Aber sicherlich kann das auch ein Grund mit sein. Auf der anderen Seite kannst du auch wieder Positives sagen, ne? viel Vertrauen dabei ist. Also ich finde das immer sehr schwierig. Es ist unheimlich schwierig, darum ist dieser Beruf ja auch sehr komisch, weil du beschäftigst dich eigentlich jeden Tag mit Fußball und dann, wenn du verlierst, halt noch mehr. Mhm. Und dann versuchst du irgendwie auch Sachen dann zu drehen, anders zu sein und dann kommst du doch wieder auf die Sachen zurück, die du immer wieder gemacht hast. Aber eine Niederlage zu analysieren, zu erklären, das ist schon schwierig. Ja. Wie ist denn das eigentlich, also was mich immer gefragt habe, nochmal jetzt kurz weg von der Spieltagsanalyse, aber als Trainer, wenn man auf die Straße gesetzt wird, wenn du gefeuert wirst, du bist ja in der Stadt, du hast dir, wenn du schon ein paar Jahre vielleicht im Verein bist, du hast dir da was aufgebaut, deine Kinder gehen vielleicht da zur Schule, deine Frau hat da Freundschaften und so weiter, also das sind ja auch so, ich sag mal, so Sachen, die nebenbei noch passieren, die man als normaler Arbeitnehmer, klar, da wechselt man vielleicht auch mal den Job, gibt es auch Leute, die gefeuert werden, ja. Aber in der Regel settelt man sich irgendwo. Als Trainer bist du, ja, wie Tobi sagt, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3, wenn es gut läuft, 4, 5 Jahre. Das ist schon viel, ja. Ja, und das ist schon viel, aber es ist ja schon auch irgendwie so ein Leben im, auf gepackten Koffern, oder? Ja, absolut. Also ich meine, wir kriegen natürlich viel Geld, also es ist ja wieder anders, als wenn du ein Bankangestellter bist oder so, aber auf der anderen Seite musst du halt auch ein bisschen mit diesem öffentlichen Druck dann halt auch leben, ne? Dass du halt ja auch mal blöd angequatscht wirst, auch nett angequatscht wirst, wenn du natürlich gewinnst, aber das ist einfach der Kick und den Beruf suchst du einfach aus. Ne? Louis van Gaal hat es mal richtig gesagt, ja, wir sind Passanten, so, wir sind halt dann da. Dann versuchen wir natürlich, was zu verändern, viel Erfolg reinzukriegen. Und wenn es dann aber, wenn der Vorstand dann Kopfhautjucken kriegt, dann geht es auch relativ schnell wieder. Und dann ja, wartest du wieder, dann geht es wieder woanders weiter. Ja, da muss man auch ein bisschen der Typ sein, ne? So der moderne Cowboy. Der moderne Cowboy. Ist das ein Faktor? Also jetzt bei Schubert zum Beispiel, der dann bei Gladbach im Nachwuchs trainiert hat, es ist ja eigentlich immer die erste Wahl für den Interimsposten. Ja. Ja, also in dem Fall, wenn jetzt der Schmidt in Leverkusen, die Ergebnisse sind jetzt auch nicht so gut wie erwartet, wenn da irgendwas falsch läuft und er überlebt vielleicht irgendwie die Winterpause nicht oder so, dann würde man ja vielleicht auch mal auf die U19 gucken. Ist das eine Sache, mit der du dich gedanklich beschäftigst? Nee, überhaupt nicht, weil ich finde, Roger, sage ich auch wirklich jetzt ernsthaft, ist ein super Typ, ist ein super Trainer, der bis 2019 Vertrag und die wären auch doof, wenn sie da irgendwas machen würden. Dass dann immer ja, der erste Trainer da drunter ist, das bin ich jetzt, weil wir ja auch keine zweite Mannschaft haben und wir sind die zweite Mannschaft, dass du dann interimsmäßig das dann machen kannst, okay, aber Roger Schmidt, ganz interessanter Punkt, den du da super Trainer. Also Leverkusen und die Eintracht sind, glaube ich, die einzigen beiden Vereine in der Bundesliga, die die U23 abgegeben haben, wenn man so will, was in Frankfurt zumindest sehr kontrovers diskutiert wurde. Die Meinung der Eintracht war zu dem Zeitpunkt, dass eigentlich noch nie ein Spieler aus der U23 in den Profikader geschafft hat. Wenn, dann waren es die Talente, die schon in der U19 gut waren. Dann kann man das Geld auch gleich sparen und die Talente
aus der U19 mittrainieren lassen. Wie siehst du das? Ist das eher hinderlich, dass ihr jetzt keine zweite Mannschaft mehr habt? Nee, du kannst so und so argumentieren. Für unsere Jungs ist es natürlich schön, wenn sie gerade in Länderspielpausen immer wieder bei den Profis mittrainieren dürfen. Also der Weg ist jetzt nicht mehr so lang. Auf der anderen Seite sage ich auch, in der Regionalliga West als 18-Jähriger gegen Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Borussia Dortmund 2 zu spielen, ist sicherlich nicht doof. Also das ist Männerfußball. Und Jugendfußball ist vom auch Regionalliga-Fußball und Drittliga-Fußball noch ein bisschen weit weg. Gerade was Körperlichkeit, Zweikämpfe angeht. Ich glaube, in den A-Junioren-Bundesliga ist taktische Strategie unheimlich ausgeprägt, ist Planfußball sehr da. Aber wenn es dann nach oben geht in den Männerbereich, ja, dann ist auch Männerfußball. Und das schadet sicherlich den Jungs nicht. Aber es ist, kannst du so und so diskutieren. Kann man aber auch scheitern? Also wenn du in der U19 bist, ein guter Junge, bist vielleicht aber körperlich noch nicht so ganz auf der Höhe, kannst dich aber im Jugendbereich noch so durchsetzen. Und dann kommt dieser Schritt in den Herrenbereich. Wenn du dann nicht von Anfang an Fuß fasst, dann kommst du nicht in die Spiele rein. Dir fehlt die Spielpraxis, du kannst nur trainieren. Dann ist ja eigentlich die einzige Chance, dass man ausgeliehen wird, oder? Ausgeliehen, die U23 fehlt. Ausgeliehen, ja, genau. Das ist es dann. Du spielst ja letztendlich nicht so viel Fußball. Das heißt, du trainierst relativ viel. Du kannst natürlich Freundschaftsspiele machen, aber Freundschaftsspielcharakter ist immer anders als ein Pflichtspielcharakter. Und dann wirst du ja meistens ausgeliehen. Das war ja auch, ja, mit Christoph Kramer ist immer so das beste Beispiel. Wurde ja von Leverkusen ausgeliehen, nach Bochum und nach Gladbach. Und ist ja jetzt wieder gekommen als gestandener Fußballprofi. Gut, gestandene Fußballprofis trifft man auch neuerdings wieder in Hamburg. Lang ist es her. Trotzdem hat man das nicht geschafft. Och, welche Überraschung. Drei Siege in Folge zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch in der Vereinssatzung beim HSV verankert, dass das nicht drin ist. 1-3 zu Hause gegen Mainz, Tobias. Ich fand sogar, Hamburg war gar nicht so schlecht. Du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen. Das ist korrekt. Ich fand, die erste Halbzeit hatten sie eigentlich sogar die besseren Chancen. Haben eigentlich wieder ein sehr gutes Pressing gespielt. Sind jetzt so vom Pressing her, gehören die zu meinen Lieblingsmannschaften in der Liga momentan, einfach weil sie sehr geordnet, sehr früh raufgehen. Im Ballbesitzspiel war es auch nicht so schlecht, waren ein paar gute Flügelangriffe, aber dann hat halt Mainz hat halt diese brutale Qualität mit Mali, mit Muto, einfach da aus dem Nichts heraus so, Mali dann im Zwischenlinienraum und dann kreiert er da was. Mhm. Wie sehr hat dich das Fehlen von Lasogga geschmerzt? Weil ich empfand das. Also ich habe für meinen Teil schon eine riesige Lücke gesehen. Also ich fand nicht, dass Lasogga adäquat... Warum hat er nicht gespielt? Er hat sich die Schulter ausgekugelt im letzten Spiel gegen Bremen. Nach einem harten Foul, das nicht geahndet wurde. Ausgekugelt irgendwie und ist, kann nicht spielen. Aber also ich fand, er hat da vorne schon gefehlt, so als Anspielstation, das als fand Brecher. Ich, ja, das fand ich, ja, als Brecher vielleicht, ja, das vielleicht noch am ehesten. Vor allen Dingen auch als Verwerter. Ich glaube, die Dinger, die Gregoritsch vorbeigemacht hat, da waren ja zwei riesige Dinger dabei, die du machen musst, die hätte er gemacht wahrscheinlich. Das hat dann tatsächlich letztlich gefehlt. Wobei ich finde den Unterschied spielerisch gar nicht so groß von Shiplock jetzt zu Lasogga. Lasogga hat natürlich noch ein bisschen mehr Wucht, ein bisschen mehr Power. Man zieht halt auch immer die Gegenspieler auf sich. Ne? Zieht halt immer Gegenspieler auf sich, aber hat halt auch manchmal, Shiplock ist ein bisschen sauberer im Passspiel, finde ich. Aber Shiplock fand ich zum Beispiel auch gegen Bremen, da hat er mich sehr enttäuscht. So, da hat er einiges liegen lassen, auch so an Gelegenheiten. Einmal hätte er rechts rüberpassen müssen, einmal dann der Abschluss war. Ja, da hast du schon recht. Also in dem Sinne, vielleicht mit Lasogga hätte man diese Chancen, die dann halt liegen gelassen wurde, hätte Lasogga auf jeden Fall nicht liegen lassen, würde ich jetzt mal behaupten. Gut, und Mainz, die Reise geht weiter. Für mich ist Mainz über Jahre hinweg eines der größten Phänomene überhaupt, weil die es schaffen, immer wieder auf die Beine zu kommen, egal wen die auch verlieren an Leistungsträgern, die holen immer irgendwo her, gilt für Spieler als auch für Trainer, immer wieder irgendwo jemanden, der eine unglaubliche Qualität mitbringt und auch immer wie die Faust aufs Auge zu Mainz passt. Und jetzt sind die schon wieder in der Tabelle. Da, wo ist die Stecktabelle? Wo sind sie? Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter. Ja, man muss sagen, das ist natürlich auch, hat viel mit Heidel zu tun, den ich für einen der besten Manager der Liga halte. Was der da in Mainz über Jahre hinweg, ja, ich glaube jetzt seit 20 oder 25 Jahren im Verein, also im Prinzip aufgebaut hat, ist der Wahnsinn. Es gibt ja schon einen Grund, warum er wahrscheinlich zu Schalke wechseln wird im Sommer. Und da holen die sich schon einen, der echt was auf dem Kasten hat. Wobei man natürlich Schalke komplett anderes Umfeld, ne? Also das Mainz, ist richtig, das wird es dann... Kannst du in Ruhe arbeiten? Ja, sicherlich. Ja. Da wird man sehen, das sind natürlich auch andere Summen, mit denen dann hantiert wird, ein anderer Spielermarkt, wenn du so willst. Aber ich traue dem das auf jeden Fall zu, weil das einfach ein extrem...
kluger Mann ist, der, glaube ich, echt weiß, was er da tut. Und ja, es aber wird auch ein herber Verlust für Mainz sein. Also das wird auch interessant zu sein, wie Mainz ohne Heidel in Zukunft dann sein wird. Es wird immer nur darüber geredet, wie wird Schalke unter Heidel, aber wie wird es eigentlich mit Mainz, weil er ist da schon, ne, wie gesagt, er ist seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren da im Verein und hat das Ding, hat die quasi von ganz unten nach ganz oben geholt. Ist ganz eng mit seiner Person verknüpft. Er hat Leute wie Tuchel und Klopp quasi entdeckt und also wird schon nicht so einfach für Mainz, der Abgang von ihm. Fun Fact da auch, Mainz hat ja auch keine klassische Scouting-Abteilung. Die haben halt einen Mann, aber der ist auch mehr Videoanalyst und die machen sehr viel mit Heidel selbst und das ist halt auch so ein interessante Sache. Wusste ich auch nicht. Ja. Tja, muss man mal schauen die nächsten Jahre, wie das mit Mainz weitergeht. Kommen wir mal zum nächsten Spiel. Köln gegen Augsburg 0-1. Kurios. die Szene, als Marvin Hitz, der Torwart, nach dem Elfmeterpfiff quasi den Bereich, wo der, sag ich mal, wo der Standfuß, ja, der linke Standfuß zum Halt kommen muss, links neben dem Elfmeterpunkt. Ja, da zertrampelt und hat sich da Pirouetten gedreht und zermanscht die Gegend. Und dann kam Modest und er ist original exakt an die Stelle mit dem Standfuß gekommen und ist hingefallen. Ich habe das sogar auf Reddit, auf der Frontpage gesehen, das GIF davon, weil das auch international Wellen geschlagen hat. Was geht ab? Hast du sowas schon mal gesehen? Also, nee, ich meine, du kennst also das war der Hammer. Tricks, also aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das war, gut, er hat alles richtig gemacht, ne, wenn du so ja siehst. Aber es ist natürlich, ja, im Sinne von Fair Play und dies und das auf der anderen Seite, ja. Kann man da nicht nachträglich eigentlich den sperren dafür? Ja, aber komm. Was halt ist das jetzt? Ich glaube, der war auch nicht berechtigt, Elfmeter, Tobi. Der war nicht berechtigt, der hätte nicht gepfiffen werden. Und dann geht halt in so einem, das ist ja genauso, wenn wir uns Trainer dann auch nach dem Spiel mal selber sehen, denken wir auch, was ist denn jetzt da wieder los? Aber dann geht dann halt, ja, dann bist du im Tunnel. So, und da war wahrscheinlich stinksauer, weil der, ja, der Elfmeter war nicht berechtigt. Und dann ja, hast du auf einmal so eine Idee. So. Da gibt es noch zwei geile Unterpunkte zu der Geschichte. Erstens hat er hat so viele Schüsse gehalten, also hat eigentlich ein richtig geiles Spiel gemacht. Super Spiel. Ja. Dass er in all diesen es gibt ja diese automatischen Start des Spieltages, die dann durch Statistiken gemacht werden. Und der ist, glaube ich, in jeder drin, einfach weil er so viele Schüsse gehalten hat. Und dann die Redakteure vergessen haben zu prüfen, oh, da war ja noch was anderes beim Hitz. Und die zweite Sache ist halt, muss auch geplant gewesen sein. Also er hat ja nicht da einfach wild um den Elfmeterpunkt irgendwie rum. Es hätte ja auch ein Linksfuß kommen können, von rechts anlaufen. Dann wäre das Ganze ja für die Katz gewesen. Also er hat ja ganz genau gewusst, dass... Das war schon ein bisschen Glück, dass das so aufgeht. Also das war schon Glück, also aber... ich glaube nicht, dass jedes Mal da einer hinfällt, nur weil er da so ein bisschen eine Kuhle da reintritt. Nee. Ja, das stimmt, aber er hat ja nur diesen linken Teil neben dem Elfmeterpunkt. Gar nicht den Elfmeterpunkt selber und auch nicht rechts davon gemacht. Ja. Die Kölner Spieler haben es auch gar nicht gesehen, ne? Nee, also er hat auch... Während er es gemacht hat, hat er immer den Schiedsrichter angeguckt, damit er gesehen wird. Das war wirklich das Aber ich finde, der Hitz ist der wirkt wie so ein kleiner Bubi, ne? Also auch in diesem Männersportfußball, der hat so Gesichtszüge auch wirklich wie so ein junger, irgendwie sanfter Typ. Aber jetzt ist Faustdick an den Ohren. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Aber der ist Torwart, ne? Ja, das ist eine Special Group. Ne? Ja. die dürfen sich anders anziehen, in einer anderen Farbe. Ja. Die haben Handschuhe an, die dürfen die Hände benutzen. Wobei, das ist auch wieder, also so Leute wie Oliver Kahn, irgendwie Schumacher oder Meier noch früher so. Das ist ja wie bei Feldspielern auch. Die Torhüter sind auch ein bisschen weichgespült mittlerweile. Ja, aber wir sind ja auch ein bisschen soft geworden alle. Ja. Also einen Uli Stein gibt es nicht mehr. Einen Uli Stein gibt es nicht mehr, das ist korrekt. Aber den müssen wir wieder hinkriegen. Den müssen wir wieder erzeugen. Das sind die geilen Typen. Ja. Das wird schwer. Ja, und dann nach dem verschossenen Elfmeter gab es noch einen unberechtigten Freistoß. Den hat dann Bobadilla einfach mal zum 1-0-Siegtreffer reingehauen. Schon ein komisches Spiel. Zwei Fehlentscheidungen. Ne? Wie will man das bewerten? Also ja, ein bisschen mysteriös war das Spiel schon. Ja. Der Schiri hat es auch zugegeben nach dem Interview. Fand ich sehr offen und ehrlich. Der Schiri hat sich hingestellt und gesagt, ja, hab's nochmal angeguckt. Hätte ich jetzt anders gemacht. Wie ist das Verhältnis so mit den Schiris? Ich frage mich zum Beispiel immer, wie läuft das da so mit dem Vierten? Was hat der eigentlich für eine Bewandtnis? Einfach ist der nur dafür da, dass ihr euch austoben könnt? Oder wie so ein Punching Ball? Ja, der achtet schon auf uns. Auf der anderen Seite gibt er hier auch mit so einem
mit so einem Ding immer auch ein paar Sachen an den Schiedsrichter weiter. Ja? Ja, ja, der sagt dann auch faul, gelbe Karte. Kann der auch sagen, der Peter Sicht. Hat gesagt, klar. Du sollst mal ein bisschen mehr auf den Elfer achten? Weiß ich nicht, ob er das sagt. Ne? Der würde wahrscheinlich sagen, der Peter Überler, der zickt hier wieder durch die Gegend rum. Achte mal ein bisschen gleich auf den, sowas. Also die reden schon miteinander. Aber ja, und der guckt sich das Umfeld, sag ich mal, so ein bisschen an. Und ist für uns natürlich auch Blitzableiter. Mhm. Also da steht dann einer und an den Schiedsrichter kommst du nicht ran, 50, 60 Meter. Und dann packst du den daneben und dann ist da ein bisschen Interaktion da, manchmal auch heftiger, aber... Aber versprecht ihr euch davon irgendwas? Also es ist ja schon oft so, sagen wir mal ehrlich, also auch gerade bei Spielern, so diese Einflussnahme, wenn man so den Schiedsrichter bearbeitet, wie der stete Tropfen, der den Stein höhlt, in dem Sinne, dass man bei jeder Entscheidung so dem einfach subjektiv das Gefühl vermittelt, okay, die Balance stimmt nicht, beim nächsten Mal im Zweifel entscheide ich vielleicht dann für die andere Mannschaft. Ist das, macht ihr das auch bewusst, dass ihr also an dem rumnagt? Ja. Also klar, unterbewusst natürlich auch, wenn du eh ein bisschen emotionaler vielleicht bist, dann springst du auf, aber wenn du dann zum Beispiel ganz laut abseits reinrufst, dann hoffst du natürlich, okay, da reagieren die vielleicht. Klar, du spielst ja das Spiel irgendwie auch ein bisschen mit und ja, manchmal bist du dann auch extra nett zum vierten Offiziellen, weil es sind ja auch Menschen, du musst ja auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen ein Psychospiel, das ist ja auch viel im Kopffußball. Ich finde, man sieht das ganz gut an der nächsten Partie, Hertha BSC Bayer Leverkusen, die rote Karte gegen Bönisch. Die nicht unbedingt meiner Meinung nach rot sein müsste, aber da sind die Herder-Spieler ne, auch sofort aufgesprungen zum Schiri. Das war, glaube ich, auch noch ein ganz junger Schiri, ne? Während der Gefaulte da, weiß ich nicht, von links nach rechts sich das Bein hält und schreit, als ob ihm was weggetreten wurde. Also das wirkt vielleicht schon in der Sekunde, ne? Wenn da jetzt keiner hingestürmt wäre oder so, wäre es vielleicht nur gelb gewesen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das sind so Momente, sehe ich auch so. Weil das ist ja Sekundenentscheidung, ne? Und wenn du dann plötzlich in der Sekunde merkst, da kommen direkt alle auf dich zu, überall wird geschrien, dann denkst du dir vielleicht, du hast es nicht so 100% gesehen, es war für dich eh so 50-50 und dann schlägt er hat halt ihn ja auch quasi, er hat ihn ja gar nicht mit dem Grätschfuß erwischt, sag ich mal, sondern irgendwie mit dem linken Bein, was so nachgezogen kam, hat er ihn dann im Prinzip den eigentlichen Kontakt hergestellt. Ne? Also es war gestrecktes Bein, aber das gestreckte Bein war halt nicht beim Spieler, sondern war halt einen Meter weiter rechts. Ja. Also im Prinzip kann man da nicht rot für geben. Aber wir müssen natürlich also in der Videobesprechung machen wir auch unter Besonderheit nicht nur die taktischen Sachen, sondern auch Mentalität von den anderen Spielern. Jetzt spielen wir Mittwoch gegen Barcelona. Die sind auch immer direkt Rudelbildung da und sofort Alarm, dass du dich da auch ein bisschen drauf vorbereiten kannst. Mhm. Auch einige Spieler sind ja immer so, die rennen sofort zum Schiedsrichter. Aber das hat mit Sicherheit auch psychologische Auswirkungen, bin ich mir auch sicher. Wie ist das bei so einem Spieler, zum Beispiel Carlos Zambrano jetzt, ne? Wo man weiß, es ist ein Heißsporn, sagt man da als Trainer auch zu seinem Stürmer hier, provozier den ein bisschen und lass den mal richtig heiß werden, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen darfst, aber werden solche Psychogramme, sag ich mal, erstellt, wo man weiß, das ist ein Hitzkopf, muss jetzt nicht Zambrano sein, aber das ist ein Hitzkopf, pack den mal ein bisschen an den Eiern. Ja, die Spieler kennen sich ja untereinander auch seit Jahren und so Spieler wie Zambrano, die spielen auch schon lange in der Bundesliga, die wissen das auch ein bisschen, aber du kannst natürlich als Trainer, versuchst du ganz viele Informationen, vielleicht manchmal zu viele Informationen, versuchst du an den Spielern weiterzugeben. Wenn du jetzt einen jungen Stürmer zum Beispiel hast und sagst, okay, du spielst heute gegen den, pass auf, der macht dies und das und dann wird das ist halt anders 2015, unterlegst halt ganz viel mit Videomaterial dann. Mhm. Guck mal hier, kommst du, ne, das, also... Wir sind ja irgendwie, da ist es schon ein bisschen Laptop-Trainer-Generation. Und für manche Spieler ist das absolut hilfreich. Ne? Du kannst dich halt vorbereiten. Das heißt, du nimmst dir einen Spieler und sagst jetzt zu deinem... Ja, so, ich habe 2-3 Minuten. Kannst du sagst, Tim, komm mal her, ich zeig dir jetzt mal kurz deinen Gegenspieler und analysierst nur mit einem Spieler seinen Gegenspieler. Genau, entweder ich mache das oder Videoanalyse oder ein Co-Trainer. Ja. Dann wechselt man sich auch mal ab. Wir haben ja heute 48 Leute im Trainerteam. Mhm. Ja, klar. Lernt man noch ein paar Beleidigungen auf Spanisch zum Beispiel? Sowas vielleicht? Das kommt. Aber du hast ja sowieso Multikulti viel in der Mannschaft. Also Spanisch sprechen ist Standard. Usus heute, Standard heute in den. Aber lass noch ein bisschen über das Spiel als solches schnacken, weil du natürlich jetzt auch unmittelbar beteiligt bist mit Leverkusen. Die rote Karte hat natürlich einen Teil dazu beigetragen. 2-1 verloren in Berlin. Man kann sagen, fast bei einem direkten Konkurrenten. Ja? Also ja, Berlin. Absolut. Wir reden, also letzte Woche haben wir mal ein bisschen über Berlin geredet, weil da auch aus der Community die Kritik kam, wir würden diese Überraschungsmannschaft so ein bisschen außen vor lassen. Haben die schon wieder gewonnen? Beißen sich da oben jetzt fest, vielleicht, wenn sie es jetzt noch durchziehen, bis zur Winterpause auf den Champions League Platz übernachten? Platz 4, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Platz 4, ja. Platz 4.
Wie hast du so das Spiel gesehen? Ich nehme an, du hast es natürlich 90 Minuten verfolgen können, oder? Nein. Also ich habe Sky nicht geguckt an dem Tag, sondern Sportschau. Hat's ja Geburtstag. Hätte Geburtstag, genau. Stimmt, war das 40, wollte ich nochmal erwähnen. Ja. Die Augenringe werden tiefer. Weißt du, wer morgen Geburtstag hat? Morgen ist, also heute hat mein fantastischer Co-Trainer Jörg Behnert. Ja, okay. Kennt ihr? Jörg. Heute Glückwunsch, Jörg. Glückwunsch, Jörg. Morgen ist 8.10. Morgen hat niemand Geburtstag. Morgen ist tatsächlich so, ich habe gegoogelt. Niemand hat, ja, auch er nicht. Ja, er hat Geburtstag. Er sagt das seit morgen in der Sendung. Er wird 25, genau. Aber okay, wie ist die Situation in Leverkusen? Wie ist die Stimmung? Hey, wenn du verlierst, ist die Stimmung nie berauschend. Das ist ja in jeder Jugendmannschaft, in jeder Profimannschaft, in der Amateurmannschaft der Welt ist das ja so. Ich meine so allgemein auch, weil man nur so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück ist, ne? Ja, aber die kriegen das trotzdem hin. Also das, ist man da so ruhig, sagt man schon, so, ach, Rückrunde bügeln wir das schon auf? Ja, ich finde schon, also intern ist man da relativ ruhig. Und ich meine, es geht, guck mal, du hast jetzt, Bayern ist gesetzt. Dies Jahr tut Dortmund einem nicht den Gefallen, eine scheiß Hinrunde zu spielen. Das heißt, Bayern und Dortmund sind gesetzt. Anderthalb Champions-League-Plätze bleiben. Gladbach pflügt durch die Liga, wie die Bayern in besten Zeiten. Dann hast du Wolfsburg. Ja. Jetzt auf einmal noch so Mannschaften wie Berlin, wo man vielleicht sagt, okay, die spielen die Hinrunde ihres Lebens, die Rückrunde wird das Ganze ausgleichen. Mhm. Wenn vielleicht auch der ein oder andere Verein, Leverkusen vielleicht Schalke, auch international nicht mehr dabei ist, dann rückt sich ja vieles gerade. Mhm. Schalke ist noch in der Hinterhand. Macht man sich zu einem jetzigen Zeitpunkt auch Sorgen, dass man die Champions League verpassen könnte? Also man kann ja nicht zufrieden sein als Verein, wenn man genauso viele Punkte hat wie der HSV. Nee, klar ist der Anspruch ein bisschen höher, aber wie gesagt, die Saison ist noch lange. Es ist 5 Punkte, sind wir dahinter. Ja, ich bin da zuversichtlich. Also es ist, da wird jetzt nicht irgendwie, weil es ist ja schon, guck mal, diese Champions League zu verpassen, das ist ja so, als wenn du dann irgendwie aus dem Club der Millionäre rausfliegst, weil jetzt in deinem Kontostand auf einmal, sie sind jetzt kein Millionär mehr. Ja, Werksverein, ne? Kein Problem. Naja, aber ich glaube, also so viel Kohle, wie in der Champions League generiert wird, da kann auch das Champions Bayerwerk... Champions League ist super. A für die Kohle, B fürs Prestige. Und du kriegst natürlich auch wieder andere Spieler. Ja, also, ob ein Çalhanoğlu, wenn er nächstes Jahr nicht Champions League spielt... Was hast du denn mit deinem Çalhanoğlu? Das ist mein persönlicher Running Gag. Ernsthaft? Ist der bei Comunio? Ständig Çalhanoğlu. Nicht für mich. Ich kann es nicht mehr hören. Ey. Ja, das sagt der Mann, der immer über die Eintracht redet. Oder was? So, komm ich Eintracht. Ich rede überhaupt nicht viel über die Eintracht, weil die Eintracht mir auf den Sack geht. Deshalb rede ich gar nicht so viel über die. Wir kommen ja gleich noch zu Eintracht. Wir reden gleich noch über die Eintracht. Aber jetzt sag doch mal, wie wichtig ist das Thema Champions League so aus Vereinssicht, wenn man ja so wie Leverkusen quasi auch die Konkurrenz fürchten muss, die wir gerade aufgezählt haben. Wie wichtig ist das Thema? Ja, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Klar, du musst in den ersten 4 versuchst natürlich zu kommen, aber die Konkurrenz ist ja jedes Jahr da. Aber Leverkusen, ja, jedes Jahr haben wir das ja eigentlich ganz gut hinbekommen, die letzten Jahre. Und wir sind noch immer in Reichweite. Und ich glaube, nächste Woche spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach. So, wenn du das Spiel gewinnen solltest, bist du natürlich wieder ganz fett dabei. Und ja, es ist klar ein wichtiges Thema. Wenn nicht, dann sind es was? 8 Punkte, ne? Worauf jetzt? Auf Gladbach. Ja. Ja, das sind Punkte. Schon ganz schön. Mhm. Gut. Aber im Leverkusen muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber ja, auch eine tolle Mannschaft, junge Spieler, der muss auch ein bisschen Entwicklung muss ja natürlich auch zugestehen. Was sagst du hier, Julian Brandt? Ich habe den bei Comunio. Wer hatte den eigentlich vor dir? Ja, deshalb, ich weiß ja, du kennst ja meine Taktik. Ne? Momentan klappt es ganz gut, ne? Aber, ist ja bei dir, Julian? Ja. Julian habe ich gerade im Team, aber ich habe jetzt Robben gekauft und muss ein bisschen was verkaufen. Und Julian ist so ein Kandidat, weil er nicht komplett 100% Stamm spielt. Mhm. Hat jetzt ein bisschen Pech gehabt. Ich habe mich so gefreut, dass er in der Startformation stand, musste dann aber als Bauernopfer sozusagen von der böhnisch-roten Karte, weil Wendell ist, glaube ich, dann reingekommen auf die Außenverteidigerposition und Julian raus, aber setzt er sich durch die Saison? Soll ich den halten? Oder? Ja, halte den mal. Ich glaube schon. Ja. Ne? Also vielleicht kommt er noch Tausch. Ich war ja letztes Jahr Co-Trainer für 5 Spiele da, als wir das den 4. Platz halt auch hingekriegt haben. Da haben wir zusammengearbeitet. Toller Spieler. Ja. Also schnell, Tempo, effektiv. Ich weiß noch, da war er 17, glaube ich. Jetzt ist er 18 wahrscheinlich. 18,5. Ja, gegen Hertha hat er so einen Chipball reingemacht dann und all das war. Aber es ist ein junger Spieler und das hast du halt Höhen und Tiefen und du hast eine brutale Konkurrenz da auch auf den Außenpositionen. Ja, Çalhanoğlu zum Beispiel. Auch ein sehr guter Spieler, aber ich glaube, der wird seinen Weg gehen, hundertprozentig. Das ist auch ein Typ. Was hältst du zweiter Medaille in Gold? Ich meine, ich würde am liebsten jeden einzelnen Spieler mit dir durchgehen, aber was hältst du von Marc Stendera?
Weil du, ich frage jetzt extra, weil du kennst natürlich die Jugendspieler, die Nachwuchsspieler. Was hältst du von dem? Guter Passspieler, gute Spielintelligenz. Aber? Tempo. Zu langsam. Der schnellste, ne? Ein bisschen Tempo muss man ein bisschen gucken, aber... Kann man das noch lernen oder ist es eher so... Ich mein, schneller passen. Xabi Alonso ist jetzt auch nicht der schnellste. Nee, deswegen. Also, der wird auch seinen Weg machen. Nein, aber er ist ein super Passspieler, finde ich. Und sieht gute Lücken, unheimlich spielintelligent. Kann auch mal den Unterschied machen. Klar, wenn du schneller mit den Füßen bist, dann ist es immer ein bisschen besser, weil dieses Tempospiel ist einfach da mit hoch angreifen und Kette überspielen und diese ganzen Dinge. Da musst du schon Tempo auch haben. Aber ich sage immer, das Wichtigste, auch im Nachwuchsbereich, da müssen wir auch aufpassen, dass wir das nicht verlieren, ist der Ball. Wir müssen schon was mit dem Ball machen. Bei allen Strategien, Laufwegen, die Tobi hier auch Woche für Woche überragend erläutert, du kannst einen Laufweg ziehen, du kannst im 4-4-2 miteinander arbeiten, aber wenn du dann einen schlampigen Ball spielst, vielleicht du früher im Park, dann ist es einfach schwierig. Und er spielt natürlich einen ganz sauberen Ball. Ich mache die Pässe, die Trainer lieben. Das sind wirklich diese... Wechselpass, No-Look-Pass. Ja, einfach auch... Last-Moment-Pass. Feste Pässe, weißt du? So feste, präzise. Du kennst das, wenn wir in die Halle gehen. Ja, also. Egal, wo du stehst, da kommt das Ding hin. Das ist der Wahnsinn. Das kommt hin, bevor er weiß... Also du bist mehr der Passspieler und er ist mehr der... Du bist der Quarterback. Also er ist 10er, 6er, 8er okay. In einem. Ja. Und manchmal läuft er auch zurück und... Kennst du noch Kayo? Ins Tor noch. Ja. So einer. Ja, okay. Von der Konstitution das vor allem. Okay. Gut, noch ein Wort zu Hertha. Tobi? Haben wir da gut entschleunigt. Also haben am Anfang ein bisschen überrascht mit so einem Pressing. Rote Karte spielt natürlich brutal in die Karten. Leverkusen kann nicht mehr Pressing durchziehen, so wie vorher. Und sie selber können das Spiel entschleunigen, was ja Hertha überragen kann. Das ist auch mal ein Kompliment. Ja, aber es ist ja auch mal was wert. Einfach mal ein bisschen, auch aber in der Weihnachtszeit. Aber es ist interessant, weil es ist ja auch immer so Steinpapierschere, ne? Ja. Und gerade ist ja so das Tempospiel, alles muss schnell gehen, Gegenpressing bei Ballverlust und innerhalb von 7 Sekunden bitte von eigenen Strafraum vors gegnerische Tor kommen. Das ist ja so gerade in Mode. Und wenn jetzt Hertha kommt und quasi exakt das Gegenmittel parat hat zu diesem Trend, dann ist es ja vielleicht auch... Ja, genau, das ist genau richtig. Sie haben halt Passgenauigkeit erstens, um halt Pressing zum Spielen auch. Aber sie sind halt selber extrem, genial im Raumdecken klingt so ein bisschen komisch. Sie sind so extrem sauber einfach an der Raumdeckung. Also da kriegst du keine Räume. Und da kriegst du auch gerade im Umschaltmoment wenig, bieten sie wenig an. Und was wichtig ist, glaube ich, Standardsituation. Ja. Ne? Wir reden ganz viel über Strategien und Systeme und wann pressen wir an, wann ziehen wir hoch mit den Spielern und dies und das. Aber doch viele Spiele, auch in der A-Jugend-Bundesliga, muss man ganz klar sagen, werden echt durch Standardsituationen dann auch entschieden. Und da ertappt man sich manchmal selber auch als Trainer. Da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, auch taktische Möglichkeiten, da sich noch mehr zu verbessern und es noch mehr zu trainieren. Es ist halt ein bisschen langweilig zu trainieren manchmal. Ne? Aber wenn du... Çalhanoğlu wird natürlich auch geholt durch diese Standards. Also das ist unheimlich gefährlich immer. Und das Hertha, ja, auch in dem Spiel waren sie ja stark. Muss man dann auch sagen, ist auch Leverkusens große Schwäche, auch in dieser Saison wieder Standardsituation. Okay. Ja. Mal eine Frage dazu, Peter. Wie wichtig sind diese Standards bei der Aufstellung? Ich kenne es jetzt ziehe ich mal eine Referenz zum HSV. Ja. Da hat man manchmal das Gefühl, okay, da fällt der Katscher, der kopfballstarker Typ im Mittelfeld aus. Und dann hat der Trainer jetzt die Wahl aus einem Diaz, der relativ klein ist, ich glaube, weiß nicht, 1,66 irgendwie so, und einem Gedeon Jung, junger Kerl, der viel, viel größer ist. Und ist das dann vielleicht auch eine Frage, dass man sagt, okay, ich brauche noch einen kopfballstarken Spieler. Der Diaz ist vielleicht fußballerisch und von der Erfahrung her der bessere, aber der Jung bringt diese Größe mit, um eben auch in der Luft zu verteidigen. Wie wichtig ist dieser Aspekt? Also wenn sie wirklich einen Standard haben, die Spieler, kann das ein ganz wichtiger Aspekt sein. Gerade wenn du gegen Mannschaften spielst, die viel mit langen Bällen spielen, oder wie Darmstadt jetzt, die sehr stark im Standardbereich sind, dann versuchst du wieder ein Gegengift zu überlegen als Trainer. Und dann ist natürlich Größe auch immer super interessant. So, vor 15 Jahren oder so hast du ja gesagt, ein Sechser muss 1,90 groß sein, er muss viel in der Luft arbeiten, Guido Buchwald, diese Typen. So, und jetzt hast du ja wirklich viele Spieler, die sind auch klein und Ballbesitzfußball. Aber nachher ist der Standard, die Standardsituation ist dann noch der Dosenöffner. Und dann musst du schon auch mal Jungs haben, die in der Luft richtig stabil sind, guten Offensiv, aber auch einen guten Defensivkopf dann haben. Wie wichtig ist der Torwart? Also, dass man, wenn man einen Torwart hat, der eine sehr gute Strafraumbeherrschung hat, der die Bälle aus der Luft pflücken kann, ist das auch ein Faktor, dass du sagst, oh Mensch, mein Torwart ist in der Luft nicht so zuverlässig, das fülle ich auf durch große Feldspieler?
Klar, das scheitert dann. Beim Torwart scheitert das irgendwann bei der Standardsituation, ob du Regionalliga oder Bundesliga irgendwann spielst. Ne? Wir gucken ja sehr viel bei den Torhütern heute auch auf, wie sie am Fuß sind und sind sehr gute Fußballer geworden. Aber ja, in der Konzeptsprache heißt so Torverteidigung, Raumverteidigung, bedeutet das, dass du natürlich bei Standardsituationen ja, da sein musst. Also, wenn du kopfballstarke Spieler hast, dann kannst du vielleicht auch mal einen Torwart haben, der ein bisschen kleiner ist, vielleicht da nicht so stark drin ist. Der Stegen zum Beispiel ist der dafür aber super Reaktion im 1 gegen 1 hat, ein super Fußballer ist, der ein gutes Spielaufbau auch mit aufbauen kann. Aber ja, das sind so immer diese Momente, wo du als Trainer und Sportdirektor halt überlegst, welchen Torwart holst du, welchen Typ holst du dir als Spieler, welchen Typ holst du dir als Verteidiger? Willst du lieber diesen Eröffnungsspieler haben? Willst du lieber mehr die Brechermaschine haben? Willst du den kopfballstarken Spieler haben? Mhm. Ja, und so gehst du auch manchmal in den Spielen rein, wenn du dich halt vorbereitest, ja, zum Beispiel auf eine gute Standardmannschaft. Mhm. Aber ist egal, letztendlich, ich habe einen Co-Trainer, Jens Klaas, der andere Co-Trainer, der im Januar Geburtstag übrigens, der ist, glaube ich, gefühlte 1,32, der sagt immer, okay, als kleiner Spieler, wenn du in den Körper des großen Spielers reingehst und wenn du eklig da bist und wenn du wach bist, dann kannst du auch gut eine Standard Limo einschenken. Defensiv lösen. Ja, gerne ein bisschen Limo noch. Gut, also Hertha Leverkusen 2-1 Hamburg. Ingolstadt gegen Hoffenheim. 1-1 mit einem Last-Minute-Tor in der 196. Minute. Das 1-1 von Hoffenheim. Was schüttelst du den Kopf so? Hat mich tierisch geärgert. Ich habe jetzt schon aus Protest meinen Hoffenheim-Becher hinter diese zwei Raketenbrause. Kannst du dir mal übrigens so drehen, dass man die auch sieht? Ja. Was soll denn das? So. Schmeckt das, Tobi? Was glaubst du? Ja, super. Was glaubst du, wie sich eigentlich die Tafel da hinter dir finanziert? So, dankeschön. Ja, du hast dich geärgert, aber nicht aus Sympathiegründen, sondern aus fachmännischen Gründen. Ja, das auch, aber da reist du als Hoffenheim halt zu einem Aufsteiger an, machst 90 Minuten lang nichts für das Spiel, stellst dich hinten rein, überlässt Ingolstadt den Ballbesitz und hast halt zwei halbe Chancen eigentlich in den 90 Minuten und dann machst du in der 95. Minute, also 5. Minute der Nachspielzeit, so ein Ding, wo Utz sich da irgendwie durchtankt und das Ding reinmacht. Aber die Ingolstadt hätte vorher ja auch zwei, dreimal klären können, den Ball. Ja, war doof, war auch blöd doof von Ingolstadt, aber es hat mich einfach so als so geärgert dann natürlich, als auch als jemand, der Ingolstadt-Sympathisant ist, wegen dem Pressing natürlich. Ja. Und dann einfach Hoffenheim macht nichs. Also die machen, die, aber keine Ahnung. Also, aber effektiv, Tobi. Ja, ja. Du löst das leider. Letzter. Also, und kann man da Rücksicht nehmen, dass Ingolstadt Aufsteiger ist? Muss man nicht auf sich selbst achten? Klar, natürlich. Also, ist natürlich aus Trainersicht natürlich vollkommen legitim. Hüb Stevens wird gesagt haben, wir fokussieren die Defensive weiter, wir gehen diesen Weg weiter. Ist ja auch alles richtig. Also, ist jetzt gar nicht böse gemeint. Aber es ist halt vielleicht ein blödes Argument, auch für als Trainersicht ein ganz blödes Argument. Aber für mich ist einfach Hoffenheim, die haben halt, wenn sie in die Bundesliga kommen, eine einzige Daseinsberechtigung. Das ist offensiver Fußball. Das ist, dass sie was anderes machen als der Rest. Also einen richtigen Trainer für. Ja, aber so einen weiteren Werksverein brauchst du nicht im Endeffekt. Also Hoffenheim war halt geil, als sie aufgestiegen sind und dann... Na, danke, dass du unseren Gast... Wir haben ja schon einen guten Werksverein, wollte ich damit sagen. Ja, ja gut. Leverkusen muss man auch mal sagen. Man sagt immer Werksverein, aber Leverkusen hat ja auch schon Tradition. Ne? Also wer in den 80ern... 1904. Ja, aber auch so 80er schon, Europapokalfinale und so. Also es ist ja auch, ne, also es ist eine Mannschaft, die auch schon Vergangenheit hat, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wenn man die immer so in einem Schlag mit den allen anderen Projekten, sag ich mal, nennt. Wie ist das mit Kohle? Also wie wichtig ist denn die Unterstützung von Bayer und inwiefern trägt sich das Budget selbst durch Erfolge? Ja, Bayer AG ist natürlich brutal wichtig. Ähnlich wichtig wie VW in Wolfsburg? Ja, absolut, klar. Ja, gleicher Stelle. In Wolfsburg war ich ja auch Trainer. Also, ja, das ist natürlich auch ein bisschen Luxus. Aber auf der anderen Seite, noch einmal bei Leverkusen, die letzten 9 Jahre immer Champions League erreicht. Also sportlich war ja immer ein Erfolg auch da. Jetzt willst du vielleicht auch mal einen Schritt weitermachen. Aber klar ist die Bayer AG da total so wichtig. Und prozentual, so welchen Anteil hat... Das weiß ich nicht. Du. Weißt du nicht? Keine Ahnung. Sollen wir mal googeln, weiß ich nicht. Googeln, wir machen uns mal schlau. Ja. Da habt ihr was von dem Gerücht gehört, dass Volland zu Gladbach wechselt? Noch nicht, nee. Aber man ist ja auch so selten auf transfermarkt.de in den Nicht-Perioden. Ach so, nee, ich meine, man ist natürlich immer dann, wenn stimmt, die... Stimmt, ja. Eigentlich unvorstellbar, dass die in der Situation, in der sie jetzt sind, in der Winterpause ihren besten Mann abgeben eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht ist er dann krank. Ups. Ja, naja. Nee, Volland darf es jetzt, Volland darf's jetzt nicht. Ne? Soll das hier nicht abgehen. Hm? Ja, Comunio, Volland? Was?
Comunio, ich hatte ihn immer in den letzten 2-3 Seasons. Dieses Jahr habe ich ihn nicht. Hat keiner, glaube ich. Aber ja, dieses Jahr punkte da ja nicht so gut. Auch ein guter Junge, ne? Ich finde, der würde ja super zu Dortmund passen, aber. Findest du? Warum? Weiß ich nicht, weil das ein schneller Stürmer ist, der gut passen kann. Der einfach so, glaube ich, zum Fußball. Ich glaube, die waren auch schon dran ein paar Mal so, aber der verdient natürlich auch nicht schlecht in Hoffenheim. Ja, wir kriegen jetzt durch. Wir machen auch direkt weiter. So. Hier, was ist denn los? VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, das Topspiel. Ihr kriegt auch schöne Ansagen vom Sportdirektor. Wolfsburg gegen Dortmund 1-2, das Topspiel am Wochenende. Wer hat es gesehen? Wer kann was dazu sagen? Ich habe es gesehen, aber Tobi hat es auch gesehen und da nehme ich mich natürlich sowas von zurück. Wenn der Tobi was kannst du auch gerne was sagen dazu. Ja, also ich fand, Dortmund hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde die ganze Saison schon, dass Dortmund ganz, ganz stark ist und völlig verdient. Erste Kraft hinter Bayern München. Und ich denke, das, was Bayern München für die Gesamtliga ist, das ist Dortmund für den Rest der Liga sozusagen. Also ein Stück weit voraus. Und das macht sich ja auch in den Punkten bemerkbar. 9 Punkte vor Gladbach. Und das sind eben die Spiele gegen die direkten Konkurrenten, denke ich, wo es dann auch drauf ankommt. Und das war am Ende ein bisschen glücklich, aber ich fand, es war verdient. Ja, ich fand, es war auch ein sehr gutes Spiel einfach. Also hat Spaß gemacht zuzugucken, war viele Chancen, war viel los. Am Anfang hat Dortmund richtig dominant gespielt. Ja. Dann hat zweimal innerhalb der ersten 5 Minuten 2 Aluminiumtreffer. Einmal Gündogan, fantastischer Freistoß, der mich Punkte gekostet hat, dass er nicht reingegangen ist, weil den habe ich bei Comunio. Und dann kurz darauf, wer war es, Bender oder was? Wer hat den zweiten Lattentreffer kurz danach, ne? Und Hacking hat dann aber reagiert, hat dieses 4-4-2 mit Schürrle im Sturm abgeschafft, hat dann mehr 4-3-3 gespielt. Dost kam zur Halbzeit rein. Dost kam dann auch zur Halbzeit rein, nochmal als Stoßstürmer. Das hat dann besser funktioniert, auch mit mehr Breite. Riesenchance für Dost. Also, habt ihr die Szene gesehen? Ja. Ja, also der Dortmunder Torwart Bürki zieht nach quasi zieht nach zum freistehenden Stürmer nach außen und macht die komplette kurze Ecke frei und alle denken so, what the fuck? Aber Dost hat es halt zu spät. Da hast du gesehen, vom Kopf her, er hat nicht damit gerechnet oder was auch immer. Er hätte vielleicht auch einfach nur ein bisschen fester noch schießen müssen. Ja, ne? Und genau diese halbe Sekunde, Bürki sofort hat gemerkt, oh shit, was mache ich hier? Sofort zurück und Dost zu spät erkannt, was da Phase ist und diese Riesenchance vergeben. Ja, ich hätte auch gesagt, 1-1 wäre vielleicht gerechtfertigt gewesen. Erste Halbzeit Dortmund besser, zweite Halbzeit Wolfsburg besser. Aber wenn du dann pennst am Ende, verlierst du. Ja, das ist echt Kagawa dann im letzten Mal, er war ein fantastisch herausgespieltes Tor. Also, dass die dann so einen Spielzug nochmal auspacken, in so einer Situation, das ist ja auch Respekt, oder? Ja. Hast du es gesehen, ja, ne? Ich hab's auch gesehen, ja, klar. Hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Also, diese Ballbesitzfußball dann noch in den letzten 1-2 Minuten. Also, früher schreist du ja immer noch rein, spiel den Ball lang. Ja. Aber die Spieler spielen wirklich. Das ist so eine andere Kultur geworden. Also, auch in der 38. Minute kicken die weiter. Und dann kriegen sie den freien Raum und den Kagawa natürlich super da reinläuft. Ja, man muss sagen, das Experiment, wenn man es so nennen kann, Tuchel ist voll aufgegangen und das haben ja auch viele prophezeit, aber es war vielleicht wirklich der richtige Impuls zur richtigen Zeit, weil er, wie du schon gesagt hast, ne, irgendwann nutzt sich das vielleicht ein bisschen ab mit Kloppo und da kommt aber jemand, der dann eben nochmal brennt, der richtig heiß ist, der auch passt zum Kader, zu den Spielern und die Spieler vielleicht auch Bock haben auf den Trainer und dann kann da wieder eine Erfolgsgeschichte draus werden beim BVB. Also haben wir natürlich auch ein geiles Team. Ne? Also ja, ich habe ja letzte Sendung habe ich ja schon mein Loblied auf Henry Mkhitaryan gemünzt und ja, die haben halt echt schon eine klasse Truppe. Absolut. Ja. Und jetzt ein Castro, ne, den sie geholt haben, der am Anfang erst ein bisschen auf der Bank geschmort hat, wo sich jeder gefragt hat, warum. Da sieht man, der hat es halt auch drauf. Ne? Also es ist ja, top. Hat jetzt Kader. Nicht so eine geile Partie gespielt, aber generell letzte Partie war auch super. Ja, aber selbst, also, wenn jemand mal nicht so eine tolle Partie spielt, die Bank ist groß genug, dann ist halt so ein Weigel noch dazugekommen aus dem Nichts und eigentlich krass, dass die nicht Champions League spielen. Ja, und Hummels war gar nicht dabei, ne? War verletzt, glaube ich, oder? Stimmt. Die dritte gerade in der Abwehr quasi. Ja, genau. Also, Bender in der Innenverteidigung hat auch funktioniert. Wir müssen weitermachen. Stuttgart, Werder Bremen 1-1. Ja. Ja, auch Kellerduell, ne? Wie verändert sich Stuttgart nach Zorniger? Relativ radikal, zurück weg von diesem Pressing-Konzept, was Zorniger alternativlos genannt hat. Man steht jetzt passiver, ist halt so ein klassisches Bundesliga 4-4-1-1, also 4-2-3-1, 4-4-1-1. Im Mittelfeld sucht man den Zugriff,
bisschen passiver. Ja, hat gegen Bremen in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert, fand ich, weil Bremen ja auch nicht die kreativste Mannschaft ist. In der zweiten Halbzeit wurden sie zu passiv. Da haben sie dann so eingeladen, Bremen. Mhm. Also 1-1 am Ende nochmal ein bisschen Glück gab, auch hier und da für beide Mannschaften Chancen, auch noch einen Lattenknaller, ne, von Bremen noch. Hätte man auch noch verlieren können, das Spiel. War strittige Schiedsrichterentscheidung, aber war schon okay am Ende, fand ich. Ja, 1-1, was hilft beiden jetzt nicht so richtig weiter, ne? So gar nicht. Also das, wir haben ja auch, hab auch ein bisschen die für über die Saison hinweg lange verteidigt, Stuttgart und auch ein bisschen Bremen. Mhm. Aber das war jetzt wirklich so ein das Abstiegsgespenst hat einmal über ins Stadion geflogen, hatte man das Gefühl, da war überall Angst in allen Aktionen. Ich fand halt, also Stuttgart, muss ich sagen, letzte Saison, ich habe das sehr genau beobachtet, auch emotionalen Gründen, was im Abstiegskampf so passiert. Und man guckt sich dann ja auch die Konkurrenten an. Und ich hatte bei Stuttgart letztes Jahr nie das Gefühl, dass es sie am Ende erwischen wird. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass die vom Auftreten her die selbstbewusste, also die meist selbstbewusste Mannschaft von allen waren, die sich nicht haben einfrieren lassen in den Füßen von dieser Abstiegsangst. Und aber jetzt, so langsam, wenn man auf einmal wieder unten drin ist und das zermürbt einen ja auch vielleicht, ja, dass man permanent diese Abstiegsangst irgendwie hat. Also vorletzter 11 Punkte. Und beide Mannschaften haben im schlechtesten Torverhältnis, ne? Sind die beiden 1936, Stuttgart-Bremen 15-29, minus 17 und minus 14, ja. Ja. Muss man sich Sorgen machen, ernsthaft? Im Moment schon, ja. Spannender 15er Spieltag. Ja, er geht noch weiter. Tut mir leid. Ja, ein Spiel haben wir noch. Ein Spiel haben wir noch. Ja. Frankfurt gegen Darmstadt. Und jetzt sind wir nämlich wieder beim Thema Standardsituation. Mhm. Darmstadt 98, eine Standardsituation, Kopfballtor. Wobei ich mich ja mal frage, Eintracht Frankfurt hat so viel lange Kerls. Ich meine, gut, Meier hat gefehlt, ne? Ja, gut, drin, aber ich glaube einfach, wenn man wüsste, dass der Sulu der torgefährlichste Innenverteidiger der Liga ist, dann wird vielleicht auch jemand bei ihm stehen, aber wenn man sowas ja, aber der ist schwer zu verteidigen, glaube ich. Ja, trotzdem, aber klar, der stand ja weit und breit. Aber der hat eine Mentalität, der hat eine gute Sprungkraft, der hat Power dahinter. Der Freistoß also, ich sage zu jedem Nachwuchstrainer, lass uns die Sulus von morgen ausbilden. Wirklich. Also ja? das ist einfach. Das ist eine Kampfsau. Also den würde ich in der Kommunio dazu nehmen. Muss man sagen. Der klar, absolut. Krass, aber der ist. Der gefällt dir, Fußballer. So einer gefällt dir. Ja, ne? Absolut. Ja, finde ich auch. Absolut. Aber überhaupt die ganze Truppe, also wobei ich muss sagen, Darmstadt, was mir echt nicht gefallen hat, aber das ist wirklich so die Masche bei denen, ist, dass sie bei jedem Foul wirklich ein Theater machen und wirklich schon von der ersten Minute an im Prinzip anfangen, Zeit zu schinden und den Chiri belabern und also echt auch alte Eintracht-Spiel wie der Heller. Ja, der hat wirklich bei jedem Foul haben die sich gehalten, als ob ihnen die Gliedmaßen abgetrennt wurden. Das war wirklich, wirklich nervig und ich bin wirklich eigentlich normalerweise ein Lilien-Sympathieträger. Ne? Hab mich auch gefreut, dass sie den Aufstieg, beide Aufstiege geschafft haben. Aber das, aber es klappt, muss man sagen. Und diese brachiale Spielweise, was soll man sagen, es ist nicht schön. Es ist kein geiler Fußball, den die da anbieten, aber er funktioniert und er passt und die Typen sind hochmotiviert und kratzen, beißen, kämpfen. Total unangenehm zu spielen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite hast du Eintracht Frankfurt, einen meiner Meinung nach der heißesten Kandidaten für den Abstieg. Und das sage ich nicht in kokettierender Art und Weise, wie man das manchmal sagt, ach ja, mein Verein steigt ab, sondern es ist ein Verein, der in ganz großen Schwierigkeiten steht. Die haben eine einzige Torchance gehabt, zu Hause gegen einen Aufsteiger mit dem Rücken an der Wand. Ein Sieg aus 11 Spielen und haben einen Trainer, der da nicht hingehört, wo er ist, aber aufgrund von Klüngelei gelandet ist und deshalb auch nicht... der kann nicht zurücktreten, nachdem er in Stuttgart letzte Saison zurückgetreten ist. Da verliert er sein Gesicht. Und ein Bruchhagen wird ihn nicht entlassen und es ist eine ganz prekäre Situation. Meine Hoffnung ist jetzt, und das gibt es selten, dass Bruchhagen in einem Interview sagt, wir werden nachlegen im Winter. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er überhaupt sowas gesagt hat. Die werden im Winter vielleicht ein, zwei neue Leute holen für vorne links, für hinten rechts. Und dann ist meine Hoffnung... Für vorne links auch? Ja, ja, für die linke Außenseite muss was passieren. Wer spielt der ja, jede Woche. Jeder mal. Jeder. Da war schon Oczipka, hat er schon gespielt. Aigner jetzt wieder, oder nicht? Aigner spielt ja rechts. Aber okay, das kommt halt auch dazu, dass dann noch so Leistungsträger wie ein Alex Meyer, wie ein Aigner, die letzte Saison für, weiß ich nicht, fast 30 Tore gut waren, einfach nicht in Form kommen. Ich sage das nicht als Kokettieren, sondern ich sage das, weil ich schon zweimal den Abstieg miterlebt habe. Und das erinnert mich frappierend an die Saison unter Skibbe damals. Und die Angst geht um, die Fans bei der Eintracht, wenn es erstmal kippt, die halten echt lange zu ihrem Verein, bis die Stimmung kippt. Aber wenn sie erstmal kippt, dann kippt sie auch so,
dass dir als Spieler auch die Knie schlattern. Weil dann gibt es auch mal einen Trainingsbesuch von den Ultras und einen Platzsturm, so wie gestern. Und das, dann musst du da, fand ich gut, dass die Spieler von der Eintracht da hingegangen sind und das beruhigt haben, aber da musst du auch erstmal hingehen und dem Mob, dem Vermummten gegenüberstehen und dir deine Nackenklatsche abholen. Tobi, kannst du das nochmal nüchterner analysieren? Ja, tut mir leid. Ich bin böse, gar nicht so. Mehr sage ich auch nicht. Ja, aber mal ernst, also Eddie sagt ja schon seit Wochen jetzt, dass er Frankfurt arg gefährdet sieht. Wie siehst du denn das? Ja, sie sind für mich gehören sie zu den schwächeren Mannschaften. Ich hatte das Gefühl, Augsburg, die haben jetzt eine Leistungssteigerung gemacht, eine klare, die kommen da vielleicht noch unten raus und dann ist schon eng. Mhm. Dann ist man schon punktgleich mit Hannover und Werder auf einem Relegationsplatz. Augsburg hat einen Punkt weniger noch. Es ist schwierig, weil da auch die Mischung fehlt so ein bisschen. Das ist, was wir immer wieder sagen. Man hat nicht so das Gefühl, da ist jetzt so die klare Spielidee hinter. Also es ist so ein bisschen Ballbesitz, aber auch ein bisschen Konter und dann mal wieder Raute und dann mal wieder doch sehr breit mit einem 4-3-3 oder 4-4-2. Es ist schwierig. Es ist also wenn du so defensiv stehst gegen Darmstadt zu Hause, das ist schon ein Offenbarungseid, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen die Bayern habe ich noch gesagt, okay, Geniestreich von mir aus, ja. Aber also, nee, es tut mir leid, es ist einfach, ach, hört mir auf. Wirklich, ich bin bedient. Es ist einfach, das ist wirklich ganz, ganz. Und das miese Spiel, das fängt ja an in der Vorsaison, wie sie ein Schaf rausgeekelt haben. Muss man an der Stelle mal sagen, der hatte 7 Punkte mehr zur gleichen Zeit. Und die Medien in Frankfurt haben den ja so fertig gemacht, zum gleichen Zeitpunkt mit 7 Punkten Warum mehr. Eigentlich? Weil es war eine Medienkampf, weil er halt nicht so launige Pressekonferenzen abgibt wie ein Armin Fee, der da mit allen per Du ist in der Frankfurter Medienszene. Ein Thomas Schaf, ein knorriger Typ, der vielleicht nicht so der sympathischste ist im Zwischenmenschlichen, vielleicht ein bisschen, Ahnung, so ein bisschen introvertierter und dann auch so einsilbig geantwortet hat, haben die Frankfurter haben den gefressen. Auch im Teil im Aufsichtsrat. Egal. Wen habt ihr nächste Woche? Eintracht, wen haben die nächste Woche? Nächste Woche, das ist ein gutes Stichwort, da kommen wir nämlich jetzt hin. Nächste Woche spielt Frankfurt in Dortmund, wird auch nicht einfach. Dortmund spielt aber international, vielleicht geht da irgendwas. Kommen wir mal kurz zur Tippabgabe. Peter, du als langjähriger Fan unserer Sendung, weißt du, was passiert? Wir machen reihum, einfach mal ganz schnell, aber so also wirklich Tempo aus dem Bauch herausschießen. Der Sportdirektor sitzt nämlich da schon. Wir sind drüber, deswegen muss es echt schnell gehen. Ja, können wir vom Pokémon nehmen, kein Problem. Eddie, fangen wir bei dir an, oder was? Mainz gegen Stuttgart. Mainz gegen Stuttgart 2-0. 1-1. 0-1. Ich sag 1-1. Werder Bremen gegen 1. FC Köln. Werder Bremen gegen Köln 1-1. 3-1. 1-1. 2-1 für Bremen. Bayern München gegen Ingolstadt. 3-0. 4-0. 2-0. 3-0. Wolfsburg gegen HSV. 4-0. 0-0. So ein mieses Schwein. 2-1. Was hast du denn? 1-17 für den HSV. So. Jawohl, ey, das als Quote. Top. Darmstadt 98 gegen Hertha BSC Berlin. 1-0 Zulu Kopfballtor. Nee, 1-2. 1-1. 0-0. Du kannst nur 3x1-1, ne? Hast jetzt alle verbraucht. Hoffenheim gegen Hannover. Hoffenheim gegen Hannover. Kellerduell. Hoffenheim gegen Hannover 1-0. 0-0. 2-0. 1-1. Bayern 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. Topspiel. 2-2. Was sagst du, Peter? 3-2. 3-2 musst du 3-2 sagen. 3-2 Brand. Oh, letzte Minute Brand. Bin ich dabei. Okay. Beide spielen Champions League. Oh, das wird, ich sag 2-2. Augsburg. Was war das? Hey. Entschuldigung, Tobi, das tut mir so leid. 2-1 für Leverkusen. Ja, das ist doch Quatsch. Hätte ich dich gar nicht fragen wollen. Augsburg gegen Schalke. Augsburg gegen Schalke. 1-1. 0-2, Sahne, Meier. 0-0. Hör mal hier, gleich noch mit Spielern. Ja, das ist echt. Das für den Eintritt. 1-1. Okay. Oh, wie langweilig die Tipps heute sind. Dortmund gegen Frankfurt. 5-0. Ach komm. 5-0. Die ganze Innenverteidigung ist gesperrt. Und Stendera ist auch gesperrt. 5-0. Mark my words. 4-2. Oh, wollte ich auch 4-1. Sagen. Ich bleib auch bei. Wer soll denn das Tor schießen? Dann sag ich 3-1 für Frankfurt. Nein.
natürlich nicht für Dortmund. So, vielen, vielen Dank an euch fürs Zusehen. Das ist nämlich schon wieder die Sendung. Sie ist vorbei. Das war Bundesliga für heute. Vielen, vielen Dank, Peter, dass du da warst. Sensationeller Kameraden. Danke für die Einladung. Gewesen. Top, war schön hier. Gerne ja. wieder. Ne? Viel Erfolg jetzt in der Woche mit der U19 gegen Mittwoch. Barcelona. Ja. Natürlich Barca. Auch für die A-Mannschaft. Besser geht's nicht, oder? Gegen Barca. Super Spiel. Ne? Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Spiel. Das war echt schön, dass du da warst. Tobi, Dankeschön. Auch dir vielen Dank, wie immer, dass du Kann da bist. Eins sagen? Ja. Immer. Ich wollte mich noch beim Reddit bedanken für den netten Thread, der da mir gehittet wurde. Das Forum war nett zu dir. Ja. Ja. Echt? Hast du dir aber auch verdient. Bist ja auch ein guter. Und du machst das Herz wie Spieler. Das ist ja, und du stimmst immer dein Hemd auch mit dem Buzzer ab. Ja. Ja, das ist... So, jetzt heute Abend Pokémon mit dir. Im Anschluss. Darf man nicht verpassen, gegen wen kämpfst du? Gegen Taubi? Ja, gegen Sturzi? Gegen die hier. Glopsi? Team Rocket. Schnipsi? Popsi? Kipsi? Kapsi? Team Rocket. Topsi? Wipsi? Mach dich nicht lustig über uns Pokémon-Spieler. Lara Po. So, vielen Dank. Bundesliga ist vorbei. Tschüss. Einen guten Abend euch. Tschüss. Ciao. Ciao.